Deformitäten beschreiben eine Verkrümmung der Wirbelsäule über das normale Maß. Das ist einerseits die Skoliose, eine Verkrümmung in der frontalen Ebene, so wie ich jetzt hier vorhin stehe. Und eine Kyphose und vor allem eine gesteigerte Kyphose ist eine Verkrümmung in der seitlichen Ebene. Eine normale Kyphose, jeder Mensch hat das, im Bereich der Brustwirbelsäule. Wenn er dies aber im Bereich der Lendenwirbelsäule hat, spricht man schon von einer Hyperkyphose oder einer nicht normalen Kyphose. Patienten, die mit einer Deformität der Wirbelsäule kommen, Skoliose oder gesteigerte Kyphose, berichten häufig über Beschwerden. Es kann auch Patienten geben, die deswegen Atemnot verspüren, auch mit Herzproblemen kommen und vor allem auch im Alter gerade mit Verschleiß der Abschnitte, die sogar nicht von der Skoliose betroffen sind. Die Behandlung der Deformitäten ist komplex. Komplex heißt hier, es gibt sehr, sehr viele Behandlungsmethoden. Warum? Weil es sehr viele individuelle Unterschiede gibt bei den Deformitäten. Einerseits vom Alter, von der Form, von der Funktion des Patienten. Deswegen ist die Behandlungsbreite sehr groß.